Wie löse ich die Abstandsflächenproblematik? Nun, schauen wir in die Landesbauordnung rein und schauen uns, was da drin steht zum Thema Abstandsflächen. So mal ganz allgemein, daumenmäßig 2,50 Meter. Und zwar kommt es jetzt drauf an, was ist das für ein Dach? Habe ich jetzt hier ein Dach mit einer Dachneigung von mehr als 70 Grad? Dann wird also diese Wandhöhe, die relevant ist für die Abstandsfläche, voll angerechnet. Oder habe ich eben hier mehr als 45 Grad, dann wird das Dach hier zu der Wandhöhe mit einem Viertel angerechnet. Ansonsten habe ich klassischerweise zum Nachbar mindestens 2 Meter und habe jetzt hier eben entsprechend, je nachdem, wie die Wandhöhe ist, 0,4 pro entsprechender Meter dann hier anzusetzen. Und wenn ich in speziellen Gebieten bin, zum Beispiel Kerngebiete, Dorfgebiete, urbane Gebiete dann oder besondere Wohngebiete, dann habe ich 0,2 entsprechend anzusetzen. Und ansonsten in Gewerbegebieten ist es noch ein bisschen geringer, Gewerbeindustriegebiete, die nicht der Erholung dienen, 0,125. Jetzt ist es so, dass wenn ich aber eine Wand habe, die mehr als 5 Meter Breite hat, dann brauche ich also im Regelfall 2,50 Meter Mindestabstand. Wenn ich da drunter bin, dann können auch mal 2 reichen. Diese 5 Meter ziehen sich durch und gelten auch für entsprechende rauskragende Bauwerke, die ansonsten entsprechend nicht berücksichtigt werden könnten. Das sind zum Beispiel Erker, Balkone, Tür- oder Fenstervorbauten, sofern sie eben nicht breiter als 5 Meter sind und eben nicht 1,50 Meter voraustreten, dann muss ich sie eben nicht berücksichtigen. Interessant auch, habe ich zum Beispiel eine Wärmedämmung, die nachträglich angebracht wurde und die ist maximal 30 cm dick, dann muss ich das eben auch nicht entsprechend berücksichtigen. Und weitere Bauteile, zum Beispiel Gesimse, Dachvorsprünge, Terrassenüberdachung, sofern sie jetzt nicht 1,50 Meter eben von der Außenwand wegtreten, werden entsprechend nicht berücksichtigt dabei. Das heißt, also klassischerweise daumenmäßig habe ich 2,50 Meter Abstandsfläche zum Nachbarn entsprechend einzuhalten. Der hat ja wieder 2,50 Meter. Dann gibt es also 5 Meter Abstand entsprechend zur Straße hin. Kann das also bis zur Mitte der Straße hin entsprechend mit angerechnet werden. Das heißt, da kann ich niedrigere Abstandsflächen entsprechend haben. Was ist jetzt also, wenn ich anbauen will? Ich habe da schon entsprechende Fenster drin und baue auf meinem eigenen Grundstück an oder trenne eventuell ein Grundstücksteil ab. Nun, wenn ich auf dem eigenen Grundstück anbaue, dann ist zum Beispiel ein sogenanntes Lichtband eine tolle Möglichkeit. Das heißt, ich baue eigentlich sehr dicht dran, eigentlich schon direkt verbunden, kann ich auch machen entsprechend und ziehe dann eben ein sogenanntes Lichtband ein, um dann eben weiterhin Lichtverhältnisse in diesen Bestandsfenstern, die dicht auf dicht sind, entsprechend hier reinzubekommen. Wenn ich dann Balkone auf dieser Seite raus habe, ja, dann nehme ich sie weg und setze eine andere Seite hin und bringe da vielleicht noch schöne Wintergärten an, als Ersatz eben entsprechend für die Balkone. Was ist, wenn ich abtrenne? Naja, dann will ich vielleicht, dass dieses Grundstück entsprechend besser bebaubar ist, auch zu Lasten meines aktuellen Grundstücks. Dann kann ich entsprechend hier arbeiten mit sogenannten Baulasten und kann dann entsprechend reinschreiben, dass hier eben die Abstandsfläche reduziert wird. Und dann lässt sich das also auch managen entsprechend. Das kann ich auch mit dem Nachbarn tun, wenn ich näher an sein Grundstück ranbauen will. Dann kann ich mit ihm sprechen, ob ich ihn entsprechend entschädigen kann dafür, dass ich näher ranbauen kann. Insbesondere dann, wenn er eh deutlich zurückversetzt ist. Ich könnte natürlich einen Teil seines Grundstücks eventuell abkaufen. Vielleicht will er das aber nicht, aber vielleicht duldet er, dass es näher rangebaut wird, wenn ich ihn entsprechend dafür entschädige, dass ich das darf. Und je nachdem, wie das sich alles gestaltet, kann das eben dann eine sehr interessante Gestaltung werden.